Hallo und herzlich willkommen zu Independent Days TV, live aus der Schauburg in Karlsruhe. Bei mir ist Anton Ahlgrang. Sein Film Die Macht der Entscheidung lief gestern im Publikumspreis. Hallo Anton, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich eingeladen bin und dass mein Film hier laufen durfte. Vielen Dank dafür. Kannst du ein bisschen erzählen, um was geht es denn in deinem Film? Ja, also der Film ist historisch, spielt in der Mitte der 30er Jahre letzten Jahrhunderts und es geht um den Widerstand der bekennenden Kirche nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und es geht um eine Zeitzeugin, die sozusagen in ihre Erinnerung eintaucht. Und wie bist du zu dem Film gekommen? Wie kam es zu diesem Projekt? Wie kam ich zu diesem Projekt? Wir waren also also es ist eine Produktion vom Freien Theater Wiesbaden und wir waren einfach im Kontakt und dann also so ganz vage, so lose halt, wenn man halt so unter Kollegen und Theatern so im Kontakt ist. Und dann kam Corona und dann hieß es plötzlich, ja, wir dürfen das gab es eben schon auch als Theaterstück, dass wir das nicht mehr spielen dürfen. Theater war ja verboten in Corona, wir hatten ja praktisch alle Berufsverbot, kann man eigentlich so sagen im Nachhinein. Und dann kam so, ja, und wir haben jetzt beschlossen, einen Film daraus zu machen. Sag ich, ja, wow, super, cool. So, und habt ihr schon ein Drehbuch? Nein. Habt ihr schon Regie? Nein, auch nicht. Okay, sage ich. Klingt spannend. Die Regie würde ich glatt übernehmen. Echt? Ja, sag ich. Ja, würde ich. Und so bin ich zum Projekt gekommen. Und Regie, ich hatte immer schon Regieambitionen, muss ich dazu sagen. Ich habe mich nur irgendwie nie getraut, diesen Schritt zu gehen. Ich hatte irgendwie auch nie so, soll ich sagen, eine Geschichte, die ich gut genug fand, um sie umzusetzen. So. Und wie habt ihr das dann gemacht, wenn du sagst, ihr habt während Corona das Ganze auf die Beine gestellt? Es war ja ein bisschen schwierig, gerade auch mit Hin- und Herreisen, Übernachtung und so Ja, weiter. wir sind gar nicht gereist. Wir haben das alles tatsächlich über Zoom gemacht. Wir haben über Zoom, gab es so die ersten Zoom-Calls und dann war klar, okay, wir müssen jetzt auch eine Geschichte entwickeln und dann kam so die erste Geschichte per Mail. Das war mehr so ein Bericht, sag ich mal. Und dann habe ich da mal kurz so vorsichtig angefragt, ob ich da mal was verändern dürfte, was streichen dürfte. Und so bin ich dann auch zum Schreiben gekommen und wir haben das dann alles über Zoom geschrieben. Wir haben uns dann einfach verabredet über Zoom und das geht eigentlich ganz gut, ja. Wie seid ihr denn an alles andere gekommen, sage ich jetzt mal? Also Gelder, ihr habt ja mit Sicherheit auch ein kleines Budget gehabt. Ja, wir hatten auch tatsächlich ein kleines Budget. Wir haben über Crowdfunding tatsächlich 12.000 Euro zusammenbekommen. Das haben die Schauspieler bekommen. Es ist ja auch für einen Kurzfilm von 25 Minuten ein relativ großes Ensemble. Sind ja 12 SchauspielerInnen dabei. Das Geld war dafür reserviert. Ansonsten haben wir noch von Kulturamt Wiesbaden und anderen Stiftungen noch ein bisschen was an Geld bekommen, womit wir einfach die ganze Ausrüstung bezahlen könnten, Technik und so weiter. Und von wegen Ausrüstung, also es ist ja ein historischer Film, weil du hast ja schon gesagt, es spielt in den 1930er Jahren. Es ist ja ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, an Kostüme zu kommen, gerade wenn man nicht so eine große Produktion ist. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, wir hatten auch da, also ich glaube, das ganze Projekt stand einfach unter einem sehr guten Stern. Da war es so, dass wir natürlich ein paar Kostüme aus dem Theaterfundus hatten, aber viele haben einfach gefehlt und das Geld war auch nicht da. Und dann habe ich mal einfach mich ein bisschen umgehört und ich habe bei einer Bavaria nachgefragt, weil ich da auch eine Kostümbildnerin kenne und habe die gefragt, ob sie uns helfen würde tatsächlich. Und sie sagt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich die ganzen Maße und die Größen schicken lassen und so die Vorstellung, wie es irgendwie so, in welche Richtung es so gehen könnte. Und dann haben wir das an einem Nachmittag dann sozusagen auch online, wenn man so will, über Videotelefonie dann die Kostüme ausgesucht und Karton verpackt und nach Wiesbaden geschickt. Und die Locations, die ihr hattet, also ihr habt ja in der Kirche gedreht, Ja. drumherum und ihr habt ja auch so ein paar Privaträume gebraucht. Das musste ja auch alles so ein bisschen im 30er-Jahres-Style herhalten. Gut, bei einer Kirche ist es jetzt nicht so schwer, aber gerade was Privaträume angeht, was habt ihr denn da gemacht? Also ich fange mal bei der Kirche an, das war das Einfachste, weil die im Originalzustand ist, wie vor 100 Jahren, da hat sich nichts geändert. Da war es eher die Schwierigkeit mit dem Licht, wie man das beleuchtet. Das war ein bisschen tricky, weil wir da darauf achten mussten, wann kommt die Sonne durch dieses Fenster
Und dann hatten wir nur ein gewisses Zeitfenster, wo wir das eben drehen konnten, weil wir die Sonne haben wollten, weil wir das Geld nicht für die Scheinwerfer hatten. So. Ansonsten war das so, dass wir haben das in so einem Vier-Generationen-Haus gedreht. Und dann haben wir da die Wohnung von der Großmutter sozusagen uns für ein paar Tage gemietet. Wir haben das alles in den dritten Stock dann hochgeschleppt, so die große Standuhr, Sofas und so weiter. Am Tag vorher habe ich noch die Wände tapeziert und diese bordeaux-roten Vorhänge noch aufgehangen, so das halbe Wohnzimmer, weil er es auch gereicht hat. Ja, und so ging das dann. Gut, dann danke ich dir, dass du uns ein bisschen was erzählt Ja, hast über sehr den gerne. Film. Und ich drücke dir die Daumen, falls dein Film ins Finale kommt. Ganz dolle. Das wäre schön. Also danke, dass du da warst. Vielen Dank auch. Und das war's auch schon wieder für Independent Days TV für den Moment. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und tschüss.